Hallo liebe Freunde dieses Kanals, heute will ich über das Problem der Inzidenzen reden und warum das auf einmal gar nicht mehr so wichtig ist. Denn die Wahlergebnisse sind historisch schlecht der Union, Baden-Württemberg haben sie eine heftige Klatsche bekommen und jetzt reden die Politiker auf einmal ganz anders. Man könnte ja bei 100 auch noch offen lassen und 70 ist nicht schlimm und 80 ist nicht schlimm. Und man muss auch mal drüber reden, ob man bei 200 immer noch offen lässt. Bis jetzt ist ja noch gar nicht alles offen, liebe Freunde, aber das sind ganz andere Töne, ja, weil man sich darauf besinnt, der Wähler ist doch nicht so begeistert von den aktuellen Lockdowns. Und da muss man sich ja was einfallen lassen, denn sonst könnte man ja seinen gut bezahlten Posten verlieren und das wäre überhaupt nicht lustig. Alles dazu in diesem Video. Bleibt dran, liebe Freunde. Heute ist der 15. März und die 7-Tages-Inzidenz, unser Mahnmal des letzten Jahres, ist tatsächlich auf 82,9 gestiegen und will uns das Osterfest vermiesen. Was für ein Unglück! Ihr erinnert euch bestimmt noch an die energieintensiven Reden von Frau Merkel, wo sie gesagt hat, wir müssen noch etwas durchhalten, um auf 35 zu kommen. Scheint vergessen zu sein, denn jetzt kommen ganz andere Töne. Auf einmal sagt man, ja, man muss darüber diskutieren, ob 100 nicht vielleicht doch nicht so schlimm ist und ob man da nicht doch alles offen lassen könnte. Ja, natürlich mit Unterhieb. Hygienebedingungen, natürlich ganz strenge Hygienebedingungen. Ihr kennt die Hygienebedingungen. Da hängt ein versiffter Desinfektionsspray irgendwo rum am Eingang und das war's. Ja, da gibt es eine Zulassungsbeschränkung, die keiner kontrolliert, zumindest bei uns nicht. Da kann jeder reinlaufen. Du brauchst auch keinen Einkaufswagen oder so, völlig egal. Lauf einfach rein in den Supermarkt, interessiert keinen, ja. Wird nicht kontrolliert. Bei den kleinen Geschäften wird das wahrscheinlich kontrolliert. Bei den großen schaut man mit dem zweiten, schaut man weg. Aber zurück zum Thema. Historisch schlechte Wahlergebnisse in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, bei uns, ich lebe ja in Baden-Württemberg. Die Grünen haben dazu gewonnen, ich kann euch nicht erklären, wieso, ja. Letztendlich waren die fast noch schlimmer und haben noch mehr Einschränkungen gefordert. Aber gut, der Wähler hat es anders wahrgenommen, Grün ist halt einfach besser wie Schwarz, ja. Vielleicht sollte die Union mal die Farbe wechseln, so vielleicht hellpink oder rosa oder sowas, das wäre vielleicht was. Aber irgendwie, oder hellgrün vielleicht, ja, grüner wie die Grünen. Weil die Wähler, denen scheint das ja eh alles egal zu sein, die wählen halt, ah, warte, Moment mal, grün, rot, rot, schwarz, grün. Ja, es gibt gar keinen Grund, weil die Grünen bei uns in Baden-Württemberg, ist ein anderes Thema. Vergesst es. Aber sie haben dazu gewonnen, die Union hat heftig verloren. Früher war das ja hier mal ein unionsregiertes Land, alleinige Mehrheit, über 50% und so, ist lange vorbei. Auf einmal ist das gekippt damals, gab einen Unfall in Fukushima und dann haben alle gedacht, müssen wir grün wählen, damit wir aus der Kernenergie rauskommen. Das Witzige war, Frau Merkel hatte damals noch mit der CDU den Ausstieg beschlossen, aber es war zu spät. Die Wahlen waren kurz später und die Wähler sind panikartig auf die grüne Partei umgestiegen und da sind sie jetzt eben geblieben, weil der Schwabe an sich so ist, beständig, zuverlässig und er mag grün. Zumindest einen Anteil davon. Also 24,1% in Baden-Württemberg. Die Grünen haben 32,6%. Das ist ja, wird, glaube ich, noch etwas ausgezählt. Ist noch nicht ganz endgültig, aber es ist fast endgültig. Ja. Und das bedeutet, die Maßnahmen des letzten Jahres mit den ewigen Lockdowns und mit den immer hin und her und Inzidenzen und ständigen Mahnungen scheint doch vielen Wählern auf die Nerven gegangen zu sein. Ich persönlich habe das ja immer mich gefragt, warum die Umfragen so gut sind, warum die Umfragen immer so positiv sind für Verschärfungen habe ich nie verstanden, scheint doch nicht so ganz echt gewesen zu sein. Schaut mal auf meinem Kanal, ich habe ein Video über Umfragen gemacht und wie man die manipulieren kann, theoretisch. Und da scheint wirklich was dran zu sein, denn anscheinend scheint der Wähler doch nicht so begeistert zu sein, zumindest in Baden-Württemberg. Und hat der Union eine heftige Klatsche verurteilt. Das heißt, die Union ist auf dem Weg, der SPD-Konkurrenz zu machen. Die sind ja auch abgestürzt, irgendwas 10%. Früher war das mal eine Volkspartei, jetzt sind das so eine Randpartei. Ja, selbst die FDP hat mehr Stimmen inzwischen in den meisten Bundesländern. Also es gibt noch ein paar Bundesländer wie Rheinland-Pfalz, da sind sie stark, aber sind auf dem absteigenden Ast. Früher war das die Volkspartei und CDU und SPD haben sich gebettelt um 30%, 35%. 40%. Heute gibt es ein paar Parteien mehr. Die Grünen haben sich ziemlich stark gemacht. Grün ist halt auch genial. Ja, grün. Die Farbe ist schon gut. Ja, das ist eben der Trend. Grün, ja. Also 2 Verbrenner, 3 Elektroautos und noch ein Elektrofahrrad. Total nachhaltig und grün eben. Und dann wählt man grün, weil das eine total gute Idee ist. Also mir war ein Schlimmes, liebe Freunde. Bundestagswahl im September. Also ich weiß nicht, ob ich mit einer rot-grünen Regierung, ob ich da nicht auswandern muss. Also ich weiß, es ist ein bisschen ironisch gemeint jetzt, aber ganz ehrlich, dann kann ich mich gleich in ein kommunistisch-sozialistisches Land bewegen, weil so ähnlich wird das aussehen, wenn man den Aussagen von den führenden Leuten, gerade bei den Grünen zuschaut, da kriege ich schon fast Angst, ja, was mit unserem Land so passiert. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich bin jetzt auch kein großer Unionsfan, aber
Gut, irgendwas muss man wählen. Ich habe gewählt eine kleinere Partei, wie ich es angekündigt habe. Ich will euch nicht beeinflussen, auch wenn ich nicht viele Views habe, aber ich will euch trotzdem nicht beeinflussen. Ich habe keine von diesen Parteien gewählt, weil ich gesagt habe, das kann einfach nicht sein. Die machen Dinge und dann machen sie 5 Rollen rückwärts und dann werde ich im Prinzip veräppelt. Ich will kein schlimmeres Wort sagen, nicht, dass das Video gelöscht wird. Deshalb habe ich mich kundig gemacht bei kleineren Parteien. Und da gab es eine, die mir von den Aussagen her zugesagt hat. Ich weiß natürlich, dass das, wenn die an die Macht kommen würden, wahrscheinlich auch nicht gemacht wird. Aber ich wollte meine Stimme einfach nicht den großen Parteien geben, weil die mir das letzte Jahr einfach zu viele Entscheidungen getroffen haben, mit denen ich nicht einverstanden war. Aber das ist nur meine Meinung. Bund und Länder haben ja einen Rückkehr in den Lockdown vereinbart, wenn die Inzidenz über 100 steigt. Also das heißt, wir sind da ganz knapp davor. 82,9, wie gesagt, wir haben gerade erst etwas gelockert. Die Menschen sind am Wochenende in die Baumärkte gerannt, in die Möbelhäuser, in die Gartenmärkte. All das, was halt offen ist, weil das ist der große Fehler an den Entscheidungen, meiner Meinung nach. Es ist doch ganz klar, 80 Millionen Menschen circa in Deutschland sitzen im Lockdown 4 Monate lang alles zu. Na gut. Fast alles zu, ja. Erst war ja ein bisschen was offen, dann war aber alles zu, ja. Und dann öffnet man eine Sache oder zwei Sachen. Was passiert? 80 Millionen Menschen rennen in den Gartenmarkt. Ist doch ganz klar. Wenn du nichts machen durftest und dann darfst du auf einmal was machen, dann rennst du halt los und schaust dir die Blümchen im Gartenmarkt an, auch wenn du gar keine brauchst. Oder du kaufst dir halt ein Blümchen oder irgendein Kissen im Möbelmarkt oder so. Ich möchte renovieren dieses Jahr, weil ich wahrscheinlich keine Fernreise machen kann. Und dann haben wir beschlossen, ich und meine Frau, okay, wir könnten mal wieder etwas renovieren. Der Boden ist in die Jahre gekommen. Ein paar Möbel austauschen, ein bisschen was Neues machen. Und ich war auch in den Möbelmärkten. Click und Meet. 3 Möbelmärkte habe ich besucht. IKEA, Hofmeister, Mömax. Leute, Click und Meet, das Ding war voll. Alle waren voll. Alle haben alles angetatscht. Ein Drittel hatte die Maske irgendwo hier hängen. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich bin keiner, der andere Leute ermahnt wegen sowas. Aber der Punkt ist, warum macht man nur so wenige Sachen auf? Das ist doch klar. Alle rennen dorthin. Macht doch alles auf. Dann verteilt sich das, versteht ihr? Aber da sieht man eben, dass die Verantwortlichen nicht im Leben stehen. Die sitzen halt in ihrer Villa, in ihrem Elfenbeinturm und überlegen sich, was können wir denn machen? Ja, dann machen wir nur das auf. Und denken dann wirklich, dass die Leute sagen, ach nö, nach 4 Monaten nichts tun. Ich habe keine Lust, in den Gartenmarkt zu gehen. Ich habe keine Lust, Möbel zu kaufen. Nein, die gehen einfach dahin und schauen. Die kaufen da nichts. Ja? Die gehen da rum und schauen und fassen alles an. Ein wenig Abwechslung für sich und die Familie. Zum Beispiel bei IKEA. Und das ist der Fehler. Man müsste alles öffnen unter Auflagen. Das heißt, meine Idee wäre halt immer noch, dass wir uns eigenverantwortlich Abstand halten, Maske tragen. Geht aber fast gar nicht, wenn die Leute alle im Gartenmarkt sind, weil der dann eben voll ist. Und diese Zugangsbeschränkung, ich weiß nicht, wie viel da rein dürfen, aber das war voll. Also voller war es sonst auch nicht. Und ich bin fest davon überzeugt, war ein schöner Tag. Hätte man die Restaurants offen, hätte man die anderen Geschäfte offen, dann würde sich das verteilen und es wäre gar nicht so voll. Versteht ihr, was ich meine? Das ballt sich eben, weil immer alles verboten wird. Ja, man müsste sagen, okay, alles gleichzeitig oder eben nicht. Ja, meine Meinung, alles aufmachen, Abstand halten, Maske tragen. Fertig. Denn wir werden das sowieso nicht unter 100 halten können. Und jetzt ist ja die große Frage nach dieser Wahlschlappe, so muss man es ja nennen, wird sich die CDU natürlich anders besinnen und sie werden eine Rolle rückwärts machen. Haben sie schon, sie diskutieren schon drüber und auf einmal sind die Inzidenzen nicht mehr wichtig. Die Gesundheit ist nicht mehr wichtig so sehr, weil man braucht ja irgendwie auch sein Amt, sonst schlecht, wenn man sein gut bezahltes Amt verliert. Und deswegen hätte man ja schon gern die Sitze im Bundestag im September. Und das sieht momentan etwas problematisch aus. Und wenn sie eben so weitermacht, dann kriegen sie eine richtige Klatsche. Allerdings bin ich da gar nicht so groß der Fan davon, weil die Leute anscheinend dazu tendieren, statt der Union die Grünen zu wählen. Und das würde bedeuten, ich muss Fahrrad fahren. Das würde bedeuten, ich darf kein Auto mehr fahren. Flüge werden teuer. Und wahrscheinlich kommen wir zu so einer Art grünem Sozialismus. Und das wäre halt mein absoluter Albtraum. Dann muss ich vielleicht in das Land meiner Frau auswandern. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin in der Zwickmühle. Ja, Union, aber die Grünen. Noch schlimmer. Das heißt, ich werde wieder eine kleine Partei wählen, die aber in den Bundestag kommt. Denn ansonsten bringt das nichts, um zu verhindern, dass die Grünen und die Roten eine absolute Mehrheit bekommen. Das wäre so ziemlich mein persönliches Schreckensszenario. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr darüber denkt. Ich habe wirklich die Befürchtung, die sind mir zu links, versteht ihr? Die sind mir zu sozialistisch. Ja? Das bedeutet, harte Arbeit wird nicht belohnt, Autos werden weiter verdammt werden. Ja? Man wird auch irgendwann dahinter kommen, dass Elektroautos alles andere als umweltfreundlich sind. Dann wird man die auch einschränken. Das ist ja der nächste Schritt, wenn sich alle Deutschen ein Auto dann gekauft haben und so dumm waren, sich ein Elektroauto zu
beschäftigen. Dann wird man auf einmal feststellen, oh, die Batterien sind problematisch und der CO2, das ist auch nicht so toll mit Elektroautos. Und dann wird man sagen, oh, ihr müsst wieder was Neues kaufen. Wahrscheinlich ein Fahrrad. Und zwar ohne Batterie. Aber wir werden sehen. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr denkt, ob die CDU sich jetzt in eine andere Richtung bewegen wird, aufgrund der Wahlergebnisse oder weil sie auf einmal vernünftig geworden sind. Meine persönliche Meinung, Wahlschlappe. Man wird jetzt analysieren, oh, das liegt an unseren Lockdowns, das liegt an den Einschränkungen. Also lassen wir das, lassen wir die Leute machen, was sie wollen. Inzidenzen werden egal sein auf einmal und dann wird man das so durchziehen bis zu den Wahlen. Und ich hoffe halt, dass man das mit den Impfungen irgendwann in den Griff bekommt. Denn wenn sie das nicht in den Griff bekommen, das ist das Nächste, werden sie dafür verantwortlich gemacht werden. Sie werden im September dafür bezahlen, dass sie bis September, meine Einschätzung, vielleicht 20-30% geimpft bekommen. Mehr werden sie nicht hinkriegen, das sieht man jetzt schon. Und da sie ja diesen AstraZeneca-Impfstoff unbedingt verimpfen wollen und den keiner will, und da gibt es auch einige Berichte darüber, warum man den vielleicht auch nicht haben will, ja, das wird kritisch. Schreibt mir in den Kommentaren, was denkt ihr darüber? Das interessiert mich. Gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, damit helft ihr mir und natürlich meinen Videos. Und dann verpasst ihr auch keins mehr. Bis dann, euer Alex.